Hallo, ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag. Ich bin ja auch noch dran mit Tag oder Aufgabe 3 von unserer Selbstbild-Challenge und wollte jetzt dazu mein Video machen, damit ihr vielleicht auch seht, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil Video ist wirklich so wichtig. Ihr macht die Videos für euch. Die Videos, als ich angefangen habe, Videos zu machen, habe ich die tatsächlich für mich gemacht, weil mir klar war, wenn ich Dinge verstanden habe, wenn ich Dinge für mich klar haben will, muss ich drüber sprechen und das Ganze nochmal wiederholen, das Ganze mit eigenen Worten darzustellen. Und deswegen setze ich auch bei meinen Coachings brutal auf Videos. Macht Videos, so viel ihr nur könnt. Das ist so ein geniales Tool, das wir jetzt hier in unseren Handys haben, um mit uns selbst in Kontakt zu kommen, um uns selbst kennenzulernen. Und jetzt gerade bei der Selbstbild-Challenge, wo es darum geht, jetzt diese neue Persönlichkeit oder die Persönlichkeit, dein Selbstbild, das du dir für dich ausgewählt hast, wie du sein möchtest, wie du die anderen sehen möchtest und wie du möchtest, dass die anderen sehen, ist ja jetzt Aufgabe 3 gewesen, zu sagen, gut, wenn ich jetzt dieses Selbstbild Bild verinnerliche und umsetze und lebe und auf die Straße bringe, was bedeutet das dann für die verschiedenen Bereiche des Lebens? Und für mich ist es dann in der Partnerschaft, wobei ich hier Partnerschaft überhaupt Beziehung zu Mitmenschen, das kann man auch noch da reinnehmen. Aber auch wenn du keine Partnerschaft hast im Moment, dann geht es wirklich darum, dir die Gedanken zu machen, mein neues Ich in der Partnerschaft ist absolut auf Händen getragen, hat absolute Priorität für den Partner. Wir sind ein Team. Wir verstehen uns, wir unterstützen uns gegenseitig, wir machen gemeinsam Projekte. Ich muss mich nicht groß erklären, ich muss mich auch nicht rechtfertigen, denn ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich verdient habe. Und genau das reflektiert mir mein Partner zurück. Und genau so fühle ich mich auch, wenn ich mit meinem Partner spreche. Ich fühle mich absolut verstanden, ich fühle mich geliebt, ich fühle mich unterstützt und ich fühle mich frei. Ja, eine Partnerschaft ist auch, für mich ist es was ganz, ganz Freies. Für mich ist es etwas, das nicht zusammengehalten werden muss. Ich kann in dieser Partnerschaft absolut mich hingeben, in dem Sinne, dass ich mich entspannen kann, dass ich nie einen Gedanken haben muss, was muss ich denn tun, damit der andere glücklich ist, sondern jeder hat seine eigene Verantwortung, jeder ist dafür verantwortlich, dass es ihm gut geht, jeder ist dafür verantwortlich, dass er seine Emotionen kontrolliert, dass er seinen Ausgleich hat. Also in meiner Partnerschaft ist es nicht Sinn und Zweck, dass man aneinander klebt oder auch unterstützen und helfen heißt nicht, ja, was kann ich für dich tun, was kann ich für dich tun? Nein, es heißt einfach energetisch da zu sein, energetisch präsent zu sein, energetisch dem anderen zu zeigen, dass man auf Augenhöhe begegnet. Das ist für mich das, was aus meinem Ich heraus, aus meinem Wunsch-Ich heraus, sich in der Partnerschaft widerspiegelt und hier absolut keine Abhängigkeiten bestehen, sondern ein freiwilliger, liebender, hochschwingender Zusammenhalt. Das zweite Thema war Arbeit. Was bedeutet das für die Arbeit, dieses neue Ich, dieses neue Selbstbild? Oder vielleicht ist es für euch ja gar nicht so neu. Auf jeden Fall das Wunsch-Selbstbild. Wie zeigt sich das in der Arbeit? Und bei mir ist es so, dass ich ja schon lange oder länger beschlossen habe, dass ich eigentlich gar nicht mehr arbeite,
sondern dass ich nur noch Dinge tue, hallo, hallo, danke schön für alle, die zuschauen, sondern nur noch Dinge tue, die sich eben, Arbeit ist ja auch eine Definition, oder? Aber Arbeit ist meistens halt so definiert, dass man sich verdingen oder verkaufen muss oder sowas. Aber für mich ist Arbeit gar nicht mehr existent, sondern ich lebe tatsächlich danach, dass ich glaube, jeder Mensch kann dafür bezahlt werden oder kann dafür entlohnt werden oder kann dafür durchs Leben getragen werden, dafür, dass er das tut, was ihm am meisten Spaß macht, was ihm am meisten gefällt, wofür sein Herz brennt. Und dennoch, wenn ich dran denke, dass ich Arbeit habe oder wenn ich Dinge erledigen muss, ich muss natürlich auch Sachen machen, die mir vielleicht jetzt weniger Begeisterung machen, aber ich überlege mir dann immer aus meiner Persönlichkeit heraus, wie wäre es, wenn es doch Spaß machen würde? Wie wäre es, wenn es einen Beitrag ist? Also zum Beispiel Dinge, die mir überhaupt nicht Spaß machen, das sind Buchhaltung und solche Geschichten. Aber da versucht eben meine neue Persönlichkeit erstens mal einen Weg zu finden, zu sagen, welchen Teil davon muss ich wirklich selber machen? Wo darf ich mir helfen lassen? Wo kann ich einfach sagen, ja, vielleicht hat da jemand anders Spaß dran. Meine neue Persönlichkeit versucht nicht hier überall sich in den Vordergrund zu drängen und zu sagen, ja, das kann ich, ich muss alles machen. Sondern meine Persönlichkeit sagt eben dann auch, ja, vielleicht können es andere besser, vielleicht machen es andere gerne oder macht ihnen viel, viel mehr Freude. Also ich bin nicht mehr, das war ich früher, so unterwegs, dass ich denke, ja, ich muss alles können, ich muss alles selber machen, sondern meine neue Persönlichkeit, die lässt sich gerne helfen, unterstützen und auch leiten in der Arbeit. Ich liebe Teamarbeit, ich liebe, wenn jeder sein Bestes einbringt und dass es dann eine, wie heißt es so schön, die Summe des Ganzen oder des Gemeinsamen viel, viel größer ist als die Summe der Teile, ganz genau. Und das bedeutet dann in Bezug auf das nächste Thema Finanzen logischerweise, dass ich mir überhaupt gar keine Sorgen über Finanzen mache, weil ich davon ausgehe, dass ich immer genug habe, weil ich davon ausgehe, dass alles das, was ich ausgebe, hinausgebe, genau in der gleichen Energie zu mir zurückkommt. Und dass, wenn ich meine Energie hoch und in Begeisterung halte für die Dinge, die ich tue, dass ich mir keine Sorgen machen muss um mein Überleben, weil mein Zweck hier, weil ich dem ja diene, weil ich tatsächlich das tue, was ich glaube, was wir alle tun sollten, warum wir hier auf die Welt gekommen sind, nämlich das zu leben, was für uns gedacht oder bestimmt ist. Und ich glaube nicht, dass es so ein riesengroßer Unterschied ist für alle, oder sondern dass es nur Facetten an Unterschieden gibt, aber der gemeinsame Nenner, warum wir hierher gekommen sind, ist tatsächlich, um fröhlich und glücklich zu sein und aufzuzeigen, dass es nicht gedacht ist für uns, in einer Gesellschaft des Leidens oder der Angst herumzuvegetieren. Und wenn das jeder auf seine Art und Weise zeigt und lebt und ausstrahlt, dann haben wir alle eigentlich den Zweck erfüllt, für den wir hier sind, in höchster Liebe, in höchster Schwingung uns zu bewegen und nicht in höchster Angst, in höchster Furcht und in höchstem Opfertum oder Sklaventum sogar. Da möchte ich auch nochmal was darüber sagen, das werde ich aber morgen machen. Und was heißt Zukunft? Zukunft für mich heißt dann eben auch, dass ich mir um die Zukunft keine Angst machen muss, dass ich mir keine Angst ums Alterwerden machen muss, dass ich mir keine Angst drum machen muss, wie soll es weitergehen, wo soll ich wohnen, wo soll ich leben, um diese ganzen Banalitäten, dass ich da ganz einfach wirklich ins Vertrauen gehen kann und weiß, dass es immer gut und dass es immer richtig ist, wenn ich weiß, wie ich mich dabei fühlen will, wenn ich weiß, wie ich leben möchte in meiner Zukunft. Und das Ganze eben auch in Bezug auf Gesundheit. Auch hier ist es für mich so, so wichtig,
mehr und mehr zu wissen, dass ich nie was falsch gemacht habe, dass ich durch meine gesundheitlichen Einbußen und Probleme nicht bestraft worden bin für irgendwelche Fehler oder für irgendwelche Sachen, die ich nicht gemacht habe oder zu wenig Sport oder eine falsche Einstellung oder sowas, sondern weil ich halt mit einer falschen Vorstellung über mein Selbstbild und meine Identität hier auf die Welt gekommen bin. Das glaube ich ganz fest, dass ich deswegen auf einen anderen Weg geleitet worden bin und nachdem ich so stur und dickköpfig bin, nur über meinen Körper mit mir kommuniziert werden konnte. Und deswegen glaube ich auch, dass diese neue Persönlichkeit, mit der ich jetzt durchs Leben laufe, nichts mehr mit dieser alten, kranken Persönlichkeit zu tun hat. Und aus diesem Grund sich auch keine Sorgen machen muss um Gesundheit oder um irgendwelche Anzeichen oder Schmerzen oder Gebrechen, die werden alle in Ordnung kommen. Alles, was mich jemals noch einschränkt oder nicht weiterkommen lässt, das wird sich lösen. Da muss ich nicht hyperhondermäßig sein und sagen, oh mein Gott, ich bin zum Beispiel, meine neue Persönlichkeit hat überhaupt nichts mit Vorsorge am Hut. Vorsorge ist für mich Worst-Case-Szenario, warum soll ich mich damit auseinandersetzen? Also das ist meine ganz persönliche Haltung. Interessiert mich überhaupt nicht, auch irgendwo etwas zu tun, um Probleme vorzubeugen etc. Meine neue Persönlichkeit geht ganz klar in den Kreationsmodus und Kreation ist eben dort, wo das ist, was ich gerne möchte und nicht das, was ich gerne verhindern möchte. Und das ist für mich jetzt eigentlich das Erledigen der dritten Aufgabe. Ich hoffe, es kommen auch noch ein paar dritte Tage der Challenge, dritte Aufgaben von euch herein. Es ist so, so ein wichtiges Thema, dass wir uns jetzt damit auseinandergesetzt haben, wer darf ich denn sein, wer kann ich mir erlauben zu sein und wer bin ich dann dadurch auch in den Bereichen dieses Lebens, oder da gibt es natürlich noch andere Bereiche. Wer bist du als Mutter, wer bist du als Ehefrau, wer bist du als Familienoberhaupt, vielleicht bei Männern oder auch als Frau, wer bin ich denn als weiblicher Teil einer Beziehung. Da kannst du natürlich noch so, so viel tiefer reingehen in diese einzelnen Facetten, wie sich deine Persönlichkeit nachher in der Realität zeigt und von mir aus gehst du bis dorthin und sagst, was für ein Auto fährt diese Persönlichkeit, in was für einem Haus wohnt sie, hat sie Haustiere oder hat sie keine Haustiere, danke für das Herzchen, also du kannst da wirklich ganz, ganz tief reingehen und ich sag auch, geh in Alltägliches rein, was denkst du, wenn du in der Dusche stehst zum Beispiel, was denkt diese Wunschpersönlichkeit, wenn sie in der Dusche steht, oder? Denkt sie darüber, oh mein Gott, was passiert jetzt heute den ganzen Tag und das muss ich noch machen und es stinkt mir? Oder ist sie voll energiegeladen und freudig und ist sie von der Intuition geleitet oder diese ganzen Sachen, die kannst du dir alle wirklich vorstellen und je klarer du wirst mit diesem Selbstbild, desto klarer ist auch dein Auftreten, als wer stehst du beim Bäcker, als wer stehst du im Supermarkt, an der Kasse oder an der Tankstelle, dass du da reingehst und sagst, ja, wen sieht der Tankwart, wenn ich da aussteige? Was hat der für einen Eindruck von mir, oder? Du kannst da wirklich ganz, ganz tief mit dir noch weiter arbeiten und immer dranbleiben, bis du dieses Selbstbild von dir verinnerlicht hast. Und dann geht es wirklich ganz, ganz weit noch. Und darüber möchte ich morgen noch ein Live-Video machen. Und zwar geht es mir zum Abschluss von dieser Challenge nochmal darum und sagen, wenn du diese wahre Identität hast, wie weit darfst du denn da gehen? Und welche Möglichkeiten als Schöpfer, als Erschaffer, welche Autorität, was hast du für eine Kraft, was hast du tatsächlich für eine Macht? Und damit meine ich nicht über Macht in diesem Sinne, wie wir sagen, wir müssen Leute unterjochen. Nein, es geht eben genau darum, diese Macht eben zu erkennen und zu wissen, dass wir hier nicht
sind, um Frondienst zu leisten, dass wir hier nicht sind, um in ein System, in ein Hamsterrad eingebunden zu sein und das Leben irgendwo zu überstehen lebend. Um das geht es eben überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass diese Selbstermächtigung stattfindet und auch jetzt Greg Braden spricht darum. Ich will aber da noch ein bisschen einen anderen Aspekt reinnehmen und auch sagen, weil das ist das Wichtigste. Weiß, wer du bist. Weiß, wer du bist. Und zu diesem Thema möchte ich morgen auch noch mal ein Video machen, weil es so, so wichtig ist, aus dieser neuen Position, aus diesem Selbstbild heraus, noch mehr tiefere Klarheit zu kriegen, dass wir, wenn ihr mal an einem Retreat von Dr. Joe Dispenza wart, der sagt zum Beispiel zum Schluss, ihr seid alle Heiler, du bist ein Heiler, ja? Und das sagt schon so viel aus, aber habt ihr euch mal Gedanken drüber gemacht, was es wirklich bedeutet, wenn wir alle Heiler sind? Was können wir denn alles heilen? Und wie können wir das tatsächlich heilen? Und das ist für mich ein riesenwichtiges Thema, dass es nicht darum geht, dass wir irgendwo irgendwelchen Dogmen folgen müssen, sondern dass wir halt wirklich wissen, wer bist du, was kannst du, was ist alles denn möglich auf dieser Welt und womit musst du dich denn überhaupt abfinden? Und darüber möchte ich morgen noch ein Video machen, ein Live-Video. Ich versuche es voranzukünden, bei mir ist alles immer so ein bisschen mit Inspiration. Aber euch nochmal zu helfen, da nochmal tiefer in eure wahre Identität reinzugehen. Also jetzt haben wir dieses Selbstbild gehabt, aber diese wahre Identität als Mensch einerseits, aber auch als Seele und was der Verstand auch bedeutet für uns, das ist so wichtig. Und diese Eigenverantwortung, diese hundertprozentige Eigenverantwortung zu übernehmen und nicht zu sagen, oh, es muss doch einen geben, der mir da und da und da was macht. Es muss doch jemand geben, der mich gesund macht. Es muss doch jemand geben, der schaut, dass ich keine finanziellen Sorgen habe. Es muss doch jemand geben, der mich glücklich macht. Es muss doch jemand geben. Es muss niemand geben. Außer, dass du diese göttliche Beziehung zu dir selber ganz klar anerkennst und ganz klar lebst. Und da möchte ich morgen noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Wenn es interessiert, der kann auch unter dieses Video kurz einen Kommentar machen gerne. Dann poste ich auch hier in die Kommentare, wann ich morgen das Live-Video mache. Und wenn ihr noch Fragen habt, es ist so, so, so wichtig, dass wir das alles erkennen, dass das alles hier ist bei uns und dass wir im Außen nichts manipulieren oder kontrollieren müssen, dass wir auch ehrlich gesagt keine Formel, ich weiß, da hänge ich mich vielleicht jetzt bei manchen Fans von Dr. Joe Dispenza hier ein bisschen weit raus, wir brauchen keine die Formel, sondern du brauchst deine Formel, ich brauche meine Formel, jeder braucht seine eigene Formel, er muss das für sich klar kriegen, als wen er sich anerkennt und was er braucht an Routine, an Überzeugung, an Klarheit, an Eigenarbeit, um diese Beziehung zu diesem göttlichen Teil in dir selber aufrechtzuerhalten und aus dieser Beziehung heraus dein Leben zu führen. In dieser Identität, mit dieser Autorität. Und dazu braucht es deine Formel. Ja? Es braucht deine Formel, aber es braucht nicht eine Formel. Du kannst dich von ganz vielen Sachen inspirieren lassen, aber ich möchte ganz klarstellen auch, es geht nicht darum, dass du irgendjemanden anders brauchst als dich selber. Du brauchst niemals jemand anders als dich selber. Du kannst dir helfen lassen, diese Klarheit für dich selber zu bekommen und diese Standfestigkeit. Absolut, unbedingt. Aber dass es irgendwann mal eine Abhängigkeit gibt von irgendjemand anders, sei es von irgendeinem Coach, sei es von irgendeinem Guru, sei es von einem Partner, sei es von einem Ehemann, sei es von irgendeiner Situation, einer Lebenssituation, das wird dir nicht weiter
helfen, nicht weiterbringen, solange du dich in irgendeiner Abhängigkeit fühlst. Weil dann bist du gebunden, dann bist du eingeschränkt und dann kannst du nie deine wahre Power leben. Solange du meinst, du bist von irgendetwas abhängig, solange du meinst, dass irgendetwas irgendeinen Einfluss auf dich hat, außer du selber, solange das deine Überzeugung ist, bist du in der modernen Sklaverei gefangen. Ich wünsche euch in dem Sinne noch einen wunderschönen Tag und dann bis morgen. Ciao.